Check mal kurz das Haus. Mist, 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 Mist. Da oben ist er. Hinter Feuer, in der Polizeiwache drinne. Wenn er eine Pumpgun hat, haben wir auch ein Problem. Hallo. Er hat mich gehört. I know you are here. Hallo. Bisschen Deutsch? Ein bisschen. Wie bitte? Ein bisschen. Tag. Servus. Grüße dich. Okay. Dämlicher Hund, ey, dämlicher Hund. Ich habe ein Problem. Oh, ich bin gar nicht tot. Also ich dachte, der hat mich aber echt übel getroffen. Ne? Also das ist übrigens... Ich hatte gerade überlegt, mich zu verschonen. Jetzt ohne Scheiß, weil er mich angesprochen hat. Was für ein Typ. Sprichst du Deutsch? Ja. Naja, gut. Richtige Strafe hat er ja gekriegt, ne? Also mal davon abgesehen. Gut. Auch nicht weiter tragisch. Ich habe gewonnen. Er hatte nur die Doppelläufige. Also im Notfall hätte er noch einen zweiten Schuss abgegeben. Aber er hat mich beim ersten übel getroffen. Richtig übel getroffen, also. Das dauert jetzt eine Weile, ehe sich das hier wieder akklimatisiert. Hier mit meinem. Mit meinem. Essen und trinken. Nice Part. Was für ein Typ. Ich habe mal wieder einen gehatchet. Gehatchet. Ich dachte wirklich gerade, gut, okay, quatsch dich an. Er hat dich doch mitgekriegt. Gehst du nicht auf ihn los? Dann dachte ich mir, na, will er es doch, weil er die Waffe hochnimmt, dann hat er nicht geschossen. Bin ich stehen geblieben. Dann schießt er. Naja, gut, okay. Resultat kennen wir inzwischen. Da liegt's. Das hat sich ja für ihn echt gelohnt. So, und das Zombie-Vieh brauche ich jetzt nicht attackieren, weil wenn ich da eine Schelle kriege, kann sein, dass ich tot bin. Mann. Aber ich könnte mir jetzt mal, weil nämlich Nicepart, glaube ich, auf dem Surfer ist, mir das endlich mal als in der Steam-Übersicht anzeigen lassen. Freunde, nee, Verlauf, nee, zeigt doch nicht. Bist du da doch nicht drauf? Verdammt, nice Part. Wie lange dauert das denn, wenn das auch kreuzrot ist, dass der sich. Also mein Blut ist ja in Ordnung. Also das verstehe ich sowieso nicht, die Anzeige. Also auf einer Seite ist das Kreuz natürlich meine.
Also ich verstehe, dass ich einen Bluttropfen habe. Wenn der leer ist, tot. Aber das andere mit dem Kreuz, das macht für mich gerade wenig Sinn. Warum ich da eine doppelte Anzeige habe, so nach dem Motto, ja, ich habe Schaden gekriegt, ja, es wächst doch wieder, aber kann ich jetzt rausgehen? Nee, ich kann nicht, weil der humpelt ja hier. Ich versuche mal ranzukommen an die Leiche. Vielleicht, oh, das Kreuz ist schon gelb. Nee, kein Problem. Irgendwas ist hier fehlerhaft. Den Computer hast du auch schon komplett neu gestartet, oder? Hier gab es gerade eine Tür, ne? Hier ist also wieder ein zweiter Spieler drinne. Ah, ich versuch's mal. Hello. Aha. Yes, German. Kannst du nicht sprechen? Ah. War das dein Freund, der gerade hier einen Unfall hatte? Liegt hinter der Polizeiwache. Kannst du dir den restlichen Loot holen? Ich zieh mal ein bisschen weiter. Alles klar. Ich habe meine ebenfalls weggepackt, du kannst rauskommen, ich bin am Seiteneingang. Wie schon gesagt, der liegt hinter dem Gebäude. Tja, was? Oh, es lädt nach. Aber es ist doch ungewöhnlich, oder? Dass jemand, er sagt nein, lügt er mich an, lügt er mich nicht an, ich weiß es nicht. Kein Weg, kein Leben. Naja, aber er hat drinnen gerade irgendwas nachgeladen. Willst du rauskommen oder...
das sieht man irgendwie gleich, woran. Was dauert da so lange? Okay. Ich gehe mal hier in das andere Haus rein. Okay, er macht nicht die Anstalten, als ob er jetzt hier irgendwie. Ah, super, wird er verletzt. Wieso macht er denn hier die F1-Taste nicht? Hallo. Oder hi. Ja, kannst dich bei dem Typen da bedienen. Also, weiß nicht, ob du da noch was brauchst, was der hat. Ja, ich suche eigentlich eine Schrotwaffe. Ich weiß gerade auch gar nicht, warum bei mir die F-Tasten nicht gehen hier zum Grüßen. Auch das Interaktionsmenü geht bei mir gar nicht. Guck mal, da drüben ist noch ein Spieler. Hallo. Gehört er zu dir? Hallo. Alles gut? Ja, auch. Okay. Gut, dann ja, maximale Erfolge. Ebenso. Also man weiß immer nicht, ob einem hier jemand gleich in den Rücken ballert oder nicht. sollen die beide das ausdiskutieren da? Ich finde es gerade ein bisschen blöd, dass die IZ bla bla bla. Wieso geht das mit den F1 denn nicht? Sag mal, nice part. Kann das sein, dass das hier auf dem Server geblockt ist? Ich kann die jetzt hier nicht nachladen. Nee. Ich dachte, da brauche ich dann wirklich hier immer dieses komische Munitionsding, oder? Ja. Ist ja ätzend. Kann ich die jetzt nachladen mit 2 Schuss? Geht das jetzt? Warte mal, 5? Nee. Ah, alles klar. Da hilfst du mir erstmal weiter, weil dann brauche ich jetzt hier nicht weiter rumexperimentieren. Dann hat das seine Richtigkeit. Das ist eben halt ein Bug. Ach, es ist immer blöd, wenn die mit einem reden. Hey Jungs. Servus. Habt ihr die Crash-Sites schon gesehen? Wie bitte? Habt ihr die Crash-Sites schon besucht? In der Richtung da hinten, hinter dem Hügel, nördlich von Novi, ist eine Crash-Site, aber ich war nicht dran, weil da ein Schuss in der Nähe gefallen ist. Achso, nee, da waren wir auch nicht. Wir haben vorhin hier auch irgendwo Schüsse gehört und ich habe auch 2 Spieler gesehen, aber die sind auf einmal irgendwie verschwunden. Ja, mich hat einer hier vorne, der wollte mich unbedingt attackieren, da musste ich ihn leider erschlagen, aber der hatte einen Schuss abgegeben nur, also. Ach, ja, wahrscheinlich hat er nur einen gehabt. Schusstreffer oder nicht? Naja, 2 gehabt. Er hat mich auch ziemlich getroffen, aber es hat ihn leider nicht mehr gerettet. Und er hat angefangen, ich schwöre. Weißt du, wo die Trader hier sind? Ich habe gehört, dass einer auf jeden Fall in Green Mountain sein soll. Ich könnte mal kurz jemanden fragen. Green Mountain ist ja in die Richtung, in die ich jetzt gucke. Grob 3-4 Kilometer. Ah, okay. Dann, danke schön.
Nice part. Wo ist denn der zweite Trailer? Ich frage gerade mal noch einen Kumpel, wo der zweite ist. Der weiß das bestimmt. Wollt ihr Richtung Stari? Dann kann ich ein paar Meter mitlaufen. Wir wollten jetzt eigentlich, also wir wollten auch mal so einen Trader mal besuchen, weil wir haben ein bisschen was dabei und eigentlich auch da mal so zum Airfield oder so oder irgendwas anderes mal uns angucken. Ich bin immer verwirrt, wenn eine Frau mit einer Männerstimme redet, aber alles gut. Ich kann natürlich auch so reden. Finde ich viel besser. Okay. Wir können ja einfach mal ein paar Meter laufen. Sobald ich die Info habe, gebe ich es euch. Okay. Er muss das chatten, weil ich nebenbei noch streame. Da, naja, wie es halt so ist. Ach so, okay. Also, nice part, wenn du weißt, wo der zweite Trader ist. Oder die Trader sind, dann kannst du das gerne kundtun, dann richte ich das den Jungs hier aus. Und ansonsten, aber da war doch gerade noch einer an der Polizeiwache. Den habt ihr verschont, oder? Ja, hier, der Kollege. Wir waren nur zu zweit. Nee, da war einer mit dem blauen Rucksack. Okay, dann muss es noch jemand anders gewesen sein. Wir laufen nämlich nur zu zweit hier rum. Naja, der chattet in Deutsch, der hat irgendwie kein Mikro, keine Ahnung. Ach so. Shotladen und dann auch noch Snaploader, dann hast du drei Schuss. Das stimmt, eine hätte ich laden können. Ich höre gerade, der ist bei Kozlovka, der Trader, also gar nicht Green Mountain, weil Green Mountain, also Kozlovka ist ein bisschen südöstlich von Green Mountain. Kotlovka oder? Kozlovka, ja, Kozlovka ist ein Dorf, das hat genauso eine Metallscheune, wie da vor uns ist. Ah, okay, warte mal kurz. Ich muss mir ganz kurz mir das mal markieren. Okay, ja, danke schön. Also gibt es eigentlich nur einen Trader oder sind das immer mehrere? Ach so, und er schreibt gerade, und auf dem Mountain gibt es zwei. Also scheint auf Green Mountain auch welche zu sein. Ich habe selber noch die Trader hier nicht besucht. Also ich bin heute das erste Mal auf Ah, diesem okay. Server. Ich war mal auf dem Ja, ich anderen. auch. Ja, Und das Tito. dahingehend. Ich würde jetzt mal in der Stari reinlaufen. Ich brauche irgendwie mal sowas wie eine Pumpe hier so mit 5 Schuss. Das wäre ganz praktisch. Eine Pumpe lag noch in der Police oben drinnen. Naja, da waren mir jetzt gerade zu viele Leute, deswegen bin ich dann da jetzt nicht rein. Ja, das stimmt. Ja, wenn da irgendjemand mit erhobener Waffe dasteht, da weißt du nie, wie sie reagieren. Ja, wir waren auch schon so, oh, aber es ging alles gut. Naja, es ist halt DZ, ne? Also ich gehe jetzt auf jeden Fall durchs Ja. Military-Camp. Ich weiß nicht, ob ihr da auch hin wollt. Ja, wir wollten uns irgendwie mal ein bisschen mehr equipen. Na, dann können wir ja vorne die 4, 5 Zelte mitnehmen. Ja. Aber Stari ist natürlich auch dafür bekannt, ne, dass da öfters Trappel Ja, ist. Ne? allgemein so hier die Gegend wird dann schon langsam heißer. Ja. Da freut man sich, wenn man mit einer Pumpe übers Feld rennt. Weil jeder, der eine Distanzwaffe hat, Ja, mega. gewinnt den Scheiß. Ja, was soll ich sagen? Was soll ich sagen mit meiner Wasserspritzpistole? Du, ich möchte mal was testen. Geht das bei einem von euch? Ich habe ja Handschellen und ich habe auch Schlüssel dafür. Ich würde gerne mal wissen, wie lange der braucht, um jemanden mit Handschellen zu fesseln. Aber vielleicht können wir das da drüben in der Halle machen, damit wir nicht auf dem offenen Feld sind. Ach, das ist doch bestimmt witzig, auf einem offenen Feld jemanden zu einkaufen und jemand beobachtet das. Deswegen würde ich ja gerne mal aus dem Schussbereich raus. Ich kann die auch aufschließen, also ich habe auch Schlüssel für die Handschellen. Ich würde nochmal wissen, ob das länger dauert als das Seil. Das würde mich mal reizen. Würde sich da einer von euch zur Verfügung stellen? Der andere kann ja mit der Waffe auf mich zielen, wenn er denkt, dass ich jetzt irgendeinen Mist abziehe. Ja, dann machst du das an mich hier und mein Kollege beobachtet das Ganze. Alles klar, dann gehen wir mal kurz in die Scheune da rein und dann checken Jo. wir das. So, das ist nämlich, wenn das nämlich schnell geht, ist das nämlich sehr praktisch. Dann werde ich demnächst immer Handschellen sammeln. Dann finden wir das jetzt mal raus. So für die Wissenschaft halt, ne? Hier ist jetzt noch ein Kollege hinter dir, ne? Das ist der andere aus der Feuerwache, ne? Die habe ich doch gerade die Reste Ah, von dem okay. Spieler gegeben, oder? Du bist der nicht spricht. Du bist der nur schreibt, ne? Okay. Ah, okay. Genau. Gut, okay, dann lass uns mal kurz da reingehen.
sind ja alle wieder da. Keiner traut dem anderen, alles super. Alle achten drauf, wer zuerst mit dem Auge zuckt. Richtig. Aber das hat der sie, ne? Das ist Daisy, genau. Gut, dann testen wir das mal kurz mit den Handschellen und dann. Oh je, ey. Eigentlich müsste man den jetzt ohne Mick. Aber das ist jetzt gut. Okay, wen soll ich jetzt Ich, testen? Hier hier, vor mir, alles klar. links die Frau. Das Frauchen, das Fräuleinchen. Also geht entscheidend schneller auf Beide, jeden das Fall. geht Geht ja, ja. entscheidend schneller als die. Ja, ist cool. Du kommst da auch nicht raus, oder? Früher konnte man sich irgendwie versuchen zu befreien, aber. Ja, da steht halt linke Maustaste gedrückt halten zum Rauswinden. Versuch mal, ob das geht. Bin ich gerade mal dabei, mal gucken. Zur Hälfte. Also es geht scheinbar. Damit kannst du jemanden kurzfristig, wenn er Backen macht, kannst du ihn eben halt erschießen. Das ist ja gar nicht so blöd mit Handschellen, weil die kannst. Klappt, ne? Oder? Ja. Ah, coole Sache. Ah, okay. Gut zu wissen. Gut. Dann haben wir das Bitte? getestet. Ja. Handschellen kannst du jemanden kurzfristig fesseln. Wenn er Faxen macht, kann man dann erschießen. So, und Kommt man damit. aber aus dem Seil, kommt man aber auch wieder raus, oder? Ich habe gerade keins. Um ehrlich zu sein. Hä? Ich habe kein Seil gerade Nee, ich hab dabei. nicht verstanden. Ach so, okay. Dann lass uns mal Ist das ja Lager laut hier. lösen. Ich habe vorhin mein Seil benutzt für meinen deinen Rucksack. Naja, sehe schon. Aber halb so wild. Gehen wir mal noch ein bisschen looten, bevor der Kollege uns alles wegholt. Ja. Ja, da ist Essen drin, den kannst du mitnehmen. Ich habe mehr als genug. Gut. Gurkenkönig, ich grüße Sie erstmal. Ich habe ja, glaube ich, vorhin nicht. Du hast kein Hallo geschrieben, du hast einfach losgechattet. Aber trotzdem erstmal ein Willkommen. Also, ich kenne die beiden Kollegen ja nicht, die ja gerade hier neben mir rumrennen. Wenn sie ihre freundliche Art auf Dauer nicht ablegen, wird das echt hart für die bei Daisy. Demzufolge schauen wir mal. Wo ist denn jetzt hier eigentlich der andere hin? Hoodie mit einmal Schalldämpfer und der ist sogar gut. Ich habe hier einen Schalldämpfer gefunden, aber ich glaube nicht, dass der auf die Pumpe geht, oder? Das würde mich stark wundern. Wie bitte? Guck mal, geht der Schalldämpfer auf die Pumpe? Ansonsten kann dein Kollege den auf die andere Pistole packen. Nee, 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 geht nicht. Warte, ich probiere mal mit der MP5. MP5 geht auch nicht. Also geht wahrscheinlich nur auf irgendein Gewehr oder so. Naja, ich habe das auch noch nicht getestet. Ich versuche mal ab und zu mal neue Sachen rauszufinden. So, wir können aber nicht zu allen Leuten hier freundlich sein, ne? Oh, ein weißer Helm habe ich hier. Nee, sind wir auch definitiv nicht, Ich würde ich auch sagen. habe jetzt einen weißen Helm, ja, nicht erschrecken. Ja, okay. Da ist unser anderer Kollege, der hat auch einen weißen Helm. Ja, der Vorteil ist, wenn man hier zu viert oder zu fünft rumrennt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass die erste Kugel einen selbst trifft, erstmal geteilt werden kann durch die Anzahl der Leute, die hier mit rumspringen. Ich liebe die Hatchet. Das ist so die F. Ich habe das Gefühl, das ist so die effizienteste Nahkampfwaffe. Also. Oh, ich blute. Das ist ja blöd. Swap.
Auch schön, ne? Sag mal, eine Sprühflasche habt ihr nicht gefunden, oder? Nee, Sprühflasche habe ich noch gar nicht gefunden. Ich glaube, ich habe es noch nicht getestet, dass man damit in den Fässern Sachen bleichen kann. Also es steht da was da vom Bleichen. Also ich würde das gerne mal versuchen. Nee. Aber den Schalldämpfer packen wir trotzdem wieder ein. Brauchst du irgendwas zum Essen oder so? Ich habe nämlich mehr als genug dabei. Alles gut. Also Essen, Trinken müsste bei mir einfach. Ist alles in Ordnung. Ich habe nämlich gefühlt irgendwie viel zu viel Essen dabei. Ein CR75 Magazin hat keiner von euch. Oder ein Nein, lange nicht SG5. mehr. Na, ist nicht so wild. So, warte mal, ich habe jetzt die Waffe. Hat, genau, die hat doch. Hier läuft doch was. Unser Kollege, Ah ja. sorry, jetzt habe ich aber. Du, das ist immer ganz gefährlich. Du musst dir unbedingt mal ein Mikrofon zulegen. Also, ich glaube nicht, dass die Leute immer erst warten, bis jemand chattet. Achso. Hast du Munition für die Saiga? Okay. Ja, ich weiß nicht. Ich würde dann, also wir könnten jetzt das Vresnik Military Camp aufsuchen. Das ist nicht weit, oder das Airfield. Ich bin sicher, dass auf beiden Punkten irgendjemand von uns sterben würde. Also. Der Meinung bin ich allerdings auch. Meine Überlebenstaktik ist es, mich in der Gruppe zu verstecken. Hier, Mann ohne Mikrofon, du bist unser Held, lauf mal vor. Er hat sich gerade freiwillig gemeldet. Ja, also er Alle, die antwortet ja vor, nicht, also von daher. alle, die vorgehen, sagen jetzt mal nichts. Bla bla bla. Ja, oh Mann, ey. Nee, wir brauchen eigentlich nichts, also wir sind eigentlich gut bedient. Ja, SG5 Magazin, was hast denn du da hinten noch? Was sind das für eine Waffe? Ach, das ist die V. Ist das die VSD? Ja, oder ist doch dieses russische Ding hier, was du da auf der Schulter trägst. Ah, die VSF. Ah, Du hast VSF, doch ja. da eine AK, ne? Brauchst du dafür irgendwelche Attach-Teile oder Das ist so? keine Keine AK, Schrauberteile? das ist eine Saiga, glaube ich. Die Nicht? schießt mit Schrot, oder? Wenn ich das so richtig sehe. Ah, lol. Die sah aus wie so eine AK, aber ohne Aufsätze. Ich glaube, das ist eine Saiga. Ja, sage ich doch, Saiga. Es ist vielleicht auch. Okay, wir haben. Oh. Das war südlich von Oh. uns. Wir haben Gegner hier. Das ist Panik. Richtung Kirche. Wahrscheinlich auf dem Feld dahinter. Ich renne mal vor. Würde einfach sagen, wenn zu viel ausartet, rennt einfach jeder seinen eigenen Weg. Das sowieso. Sag schon mal tschö. Ich glaube, dass da gerade jemand auf dem Feld erschossen wurde, was Richtung diesem Vresnik-Lager ist. Hinter der Kirche da, dieses große Feld. Denke ich mal, weiß Ja, nicht. das wird Oder schon es war am sein. Stadtrand, das weiß ich nicht. Seid nicht feige, lasst mich hinter dem Baum. Guck mal, wenn ich krieche, macht er echt komische Geräusche.
Na dann maximale Erfolge, aber es kann ja nicht immer die Lösung sein, alles neu zu installieren. Das jetzt die Schotte, hier hast du kein Recoil. Dreimal schneller klicken. Kannst du also dreimal schneller klicken, ja. Ich überlege jetzt gerade, wo die Schüsse waren. Für mich hat sich das so angehört, als ob das entweder am Stadtrand war. Die anderen haben mich verlassen. Also mein Verdacht ist hier auf dem Feld. Hat so irgendeinen dahin gerafft. Der ist nicht alleine. Der ist nicht alleine. Der ist nicht alleine. Und das war's. Vor allem, ich wackel hier mit dem Kopf mit, als ob das irgendwas mitbringen würde. So ein Scheiß, Mann. Der war nicht alleine. Das waren also zwei Leute, gut zu wissen. Naja, gut. Ach, nee. Ah. Fuck, Mann. Der erste Schuss, der ging daneben, weil ich einfach da. Aber ich hätte das wahrscheinlich nicht überlebt, weil irgendjemand in der Nähe mit Schalldämpfer geschossen hat. Das habt ihr sicherlich nicht gehört, weil der Sound im Spiel ein bisschen runtergeregelt ist, damit man meine bezaubernde Stimme noch versteht. Ach, verdammt!